Ich habe für den heutigen Vortrag den Titel gewählt, prekär und oder frei als philosophischer Gegenstrich und werde mich auf den Bereich der philosophischen Reflexion konzentrieren. Ich habe im Einladungstext geschrieben, Künstlerinnen und Künstler positionieren sich gegenüber der Gesellschaft und dem Markt oder auch nicht, und dies verweist auf den jeweils selbstgewählten Topos im Spannungsfeld enden wollender Möglichkeiten. Wie schifft man glücklich zwischen Schylla und Charybdis als Option löchriger Fördertöpfe einerseits und utilisiert im Mahlsturm der Creative Industries als Künstlerinnen und Künstler heute hindurch? Bleibt es am Ende doch nur Liebhaberei? Was ist überhaupt künstlerischer Erfolg? Und wer opfert sich? Und wenn man so einen einführenden Text für einen Vortrag schreibt und philosophisch dann ein bisschen in die Tiefe geht, entdeckt man Spannendes, und ich möchte Sie ein bisschen mit dem Spannenden, das ich entdeckt habe, in Bekanntschaft bringen. Prekariat, ein Neologismus aus einem lateinischen Lehnwort, wird heute verwendet in der Soziologie, um eine gesellschaftliche Gruppe zu bezeichnen, die sozusagen im Rahmen von marktökonomischen Gesetzmäßigkeiten Unsicherheiten in ihren Beschäftigungsverhältnissen damit rechnen muss und die in der Gefahr des sozialen Abstiegs steht. Das zweite Wort im Titel lautet und oder als Konjunktion, als grammatikalische Wortverbindung zwischen einer Verknüpfung oder von Alternativen, weil wenn Sie Prekariat und oder frei gegenüberstellen, so ist damit schon ein bisschen ausgedrückt, dass der künstlerische Berufsstand, wenn es diesen jetzt überhaupt geben soll, schon eine ganz besondere Position in diesem Zusammenhang hat. Wo findet man eine Definition dafür, was Künstlerinnen und Künstler sind? Es gibt ein Bundesgesetzblatt. Künstlerinnen und Künstler im Sinne dieses Bundesgesetzblattes ist, wer aufgrund ihrer seiner künstlerischen Befähigung im Rahmen einer künstlerischen Tätigkeit Werke der Kunst schafft. Das heißt, wir haben sogar eine gesetzliche Definition dafür, wer oder was Künstler sind. Und das ist aufgrund meiner internationalen Erfahrungen in Österreich schon etwas ganz Besonderes. Und dann habe ich ein bisschen nachgeschaut, woher das historisch kommt, und habe eine für die Zweite Republik ganz wesentliches Schriftstück gefunden, das am 1. Mai 1945, nämlich die Proklamation der Übergangsregierung, der erst 1955 dann durch den Staatsvertrag wirklich in realita geschaffenen neuen Republik. Und da steht drinnen, und man kann dazu stehen, sozusagen die historische Wahrheit ist immer eine, die im Diskurs diskutiert wird. Auf jeden Fall steht da drinnen, die politische Annexion in der Proklamation zur wirtschaftlichen und kulturellen Beraubung Wiens und der Bundesländer ausgenützt und missbraucht wurde durch das Nazi-Regime, Ergänzung von mir, und die geistigen und kulturellen Hilfsquellen sozusagen verkümmerten, was nicht einmal durch den Vertrag von Saint-Germain nach dem Ersten Weltkrieg der Fall gewesen ist. Das heißt, unsere Kulturschätze wurden preisgegeben. Und das ist der Nukleus dafür, dass sich der österreichische Gesetzgeber verantwortlich fühlt, dass Künstlerinnen und Künstler in Österreich gefördert werden. Dass es so etwas wie ein Bundesgesetz über die Förderung von Kunst aus Bundesmitteln überhaupt gibt. Das heißt, es steht ganz am Anfang unserer Republik, schon im Mai 1945. Und in der Regierungserklärung ist ausgedrückt, dass trotz all der politischen Wirren der Vergangenheit im Austausch der Wirtschafts- und Kulturgüter des Landes durch lange Jahrhunderte zusammengearbeitet und zusammengelebt wurde. Das heißt, Österreich aus seinem Selbstverständnis ist eine Kulturnation, und von daher können Künstlerinnen und Künstler sich glücklich schätzen, dass es so etwas wie Förderungen in diesem Land überhaupt gibt. In anderen Ländern gibt es keine Förderungen. Und deshalb heißt es dann, im Bewusstsein der wertvollen Leistungen, die die Kunst zu erbringen hat, und in Anerkennung ihres Beitrages zur Verbesserung der Lebensqualität hat der Bund und so weiter und so fort, die Kunst aus diesen Mitteln zu fördern. Die zeitgenössische Kunst und ihre geistigen Wandlungen und Vielfalt im Geiste von Freiheit und Toleranz. Es ist doch schön, dass es das gibt. Idealiter. Wie schaut es in der Realität aus?
Wenn wir von Prekariat sprechen, sprechen wir davon, dass eine Personengruppe eine soziale Sicherheit für sich beansprucht, sozusagen das ableitet, für sich die Behauptung aufstellt, dass sie dazu berechtigt wäre, dies einzufordern. Woher kommt der Gedanke? Eigentlich kommt der Gedanke aus den 90er bzw. späten 80er Jahren des 19. Jahrhunderts. Bismarck war derjenige, der das erste Sozialversicherungsgesetz durchgesetzt war, und zwar um die Radikalisierung der Industriearbeiter zu verhindern. Und erst später, nach 45, 47, auch dann bei uns in den 70er Jahren hinein, hat die wohlfahrtsstaatliche Idee sich weiter entfaltet. Das heißt, wir gehen heute von einer Grundlage aus, die historisch erkämpft worden ist, und insofern ist es gut, dass dieser Prekariatsgedanke auch im Kunst- und Kulturkontext immer wieder thematisiert wurde. Wenn wir allerdings in die Kunstgeschichte hineinschauen, so sehen wir ein ganz anderes Bild. Wenn wir zum Beispiel einen Begriff nehmen wie den Begriff der Bohème aus dem beginnenden 19. Jahrhundert, damals sich selbst definierend als künstlerische Avantgarde im Zeichen der Romantik, da war es ganz dezidiert so, dass man sich gegen jegliche Vereinnahmung durch bürgerliche Sicherheiten oder bourgeoises Standesdenken gewehrt hat, dass es Schwüre auf Armut und Keuschheit gegeben hat, um sich ganz der künstlerischen Arbeit widmen zu können. Dass man ganz bewusst als Künstlerinnen und Künstlerin abgelehnt hat, irgendeine Form von Sicherheit zu haben. Der Begriff der Bohème kommt auch bei Marx vor, der darin sozusagen eine Bevölkerungsschicht beschreibt, die den Vagabunden und den Gauklern verwandt ist. Und erst später wurde der Begriff als Künstleradel, als Kunstadel sozusagen vereinnahmt. Das ist schon ein sehr interessanter Aspekt. Das heißt, wenn wir auf der einen Seite vom Prekariat sprechen, so sprechen wir von einem Mangel an Sicherheit. Und wenn wir auf der anderen Seite von künstlerischer Freiheit sprechen, wenn wir davon sprechen, dass der Künstler und die Künstlerin frei ist in der Gestaltung, sich der Pflichten und Rechten des sogenannten bürgerlichen Daseins, Working 9-to-5, enthebt, um am Rande der Gesellschaft immer wieder hinterfragen zu können, so ist es für mich ein gewisser Widerspruch, wenn man auf der anderen Seite dann versucht, im Sinne von wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass, trotzdem so etwas wie soziale Sicherheit, Bequemlichkeit oder Anspruchsdenken abzuleiten, dass man ein Recht darauf hätte, auch an diesen sozialen Errungenschaften partizipieren zu können, die man ja eigentlich aus dem Selbstverständnis radikal zu hinterfragen hat, ob das dann in dieser Form überhaupt Sinn macht und ob das der weiteren Entwicklung der menschlichen Freiheit jenseits der Grenzen bürgerlicher Beschränkungen dienlich sein kann. Also für mich stellt sich die Frage, wieso wollen Künstlerinnen und Künstler soziale Sicherheit? Und was verlieren sie dadurch, wenn sie die Grenzen von Sein und Existenz nicht erfahren, wenn sie sittsam und in materieller Sicherheit ihrem Geschäft nachgehen können? Und der Begriff des Geschäfts führt mich auf einen weiteren Punkt, nämlich auf das heute so gängig hinterfragte Begriffspaar Kunst und Markt. Und so gut wie alle Diskussionen bewegen sich in diesem Rahmen. Das heißt, Akteure konkurrieren um Marktanteile. Das künstlerische Handeln lässt sich als ökonomisches Handeln nachmodellieren. Ja, der eine versucht, Bestseller herzustellen mit großer Stückzahl. Der andere versucht, anspruchsvolle Werke zu gestalten, um möglicherweise längerfristig höhere Reputationsgewinne dadurch zu erzielen. Auch die Konsumenten von Kunst eignen sich Kunst als Investition an, mit einem Amortisierungsrahmen, mit gewissen Distinktionsrenditen. Man muss halt nur 20, 30, 40 Jahre lang warten, bis sich das Ganze dann gerechnet hat. Kritisch könnte man sagen,
dass diese Marktmechanismen die Authentizität der Kunst zerstören. Weil auch die Künstlerinnen und Künstler potenzielle Interessen nur als Kaufoption wahrnehmen. Und affirmieren könnte man sagen, dass die Hypertrophierung öffentlich geförderter Kunst dazu führt, dass der Markt verzerrt wird und das Mittelmaß begünstigt wird. Also auch hier haben wir die üblichen Grabenkämpfe zwischen Keynesianismus auf der einen Seite und dem Hayek'schen Liberalismus auf der anderen Seite. Das ist im Kunstkontext, wird das, was gesellschaftspolitisch gerade verhandelt wird, ein bisschen überspitzt, dient als Spiegelbild für die aktuellen Geschehnisse da draußen, jenseits der Kunstwelt. Aber könnte man den Markt nicht auch als eine Form künstlerischen Handelns sehen? Ist es nicht auch so, dass es im Grunde ein rhetorisch performatives Verhalten ist? Weil auch die Marktregeln haben wir uns selbst gegeben, an die wir uns jetzt alternativlos zu halten haben. Und ich denke mal, ganz wesentlich für die Kunst bleibt die Frage nach der Bedeutsamkeit des Gestalteten und des Gestaltbaren. Da möchte ich kurz auf Hans Blumenberg verweisen, weil die Welt, wie er sagt in seinem Werk Arbeit am Mythos, ist per se leer. Und es ist an uns, lesbare Strukturen in sie hineinzulegen. Und ganz an vorderster Front sind die Künstlerinnen und Künstler aufgerufen. In welcher Form machen sie das, um das noch an ihm entlang zu paraphrasieren? Entweder durch Steigerung oder durch Depotenzierung. Steigerung heißt, dass ich die Kontingenz in dem menschlichen Sein vergessen machen möchte und Schicksalhaftigkeit und Pathos in den Werken zu uns sprechen. In der Depotenzierung auf der anderen Seite wollen wir unserer Endlichkeit den Schrecken nehmen. Der einzige Zugang, der uns heute hier in der Kunst noch bleibt, ist der der Ironie. Und insofern ist hier eine große Verwandtschaft mit der Philosophie gegeben, an deren Anfang ja bekanntlich die Skepsis steht. Und diesen Schein zu entkleiden, ist eine der Aufgaben, mit denen wir konfrontiert sind, ob als Philosophinnen und Philosophen oder Künstlerinnen und Künstler. Insofern ist das Brennen in den einleitenden Worten, wie Peter Bild sagt, durchaus angebracht. In welchem Kontext bewegen wir uns hier? Wir glauben immer noch, dass das Kapital ewig sein wird. Wir leben in einem gesicherten Umfeld, wo die Fragen nach dem Sein oder Nichtsein unseres Systems ja eigentlich nicht gestellt werden können. Es gibt andere Länder wie Russland und China, die haben die Erfahrung gemacht, dass es ganz anders sein kann. Und dadurch, dass unser System, dieser Casino-Kapitalismus, alternativlos steht, wird die Kunst zur Braut. Und das Kapital ist der Bräutigam. Und das Investment ist die Befruchtung. Und der Tanz um Profit und Wachstum innerhalb des kapitalistischen Konsenses westlicher Gesellschaften wird um den zentralen Punkt der Ausweglosigkeit vollführt. Wir können gar nicht anders denken. Es ist uns verboten, darüber hinaus zu denken. Was bleibt der Kunst? Sie muss kommerziell erfolgreich sein. Sie muss polyvalent bleiben. Sie darf sich nicht positionieren, weil wenn sie sich positioniert, dann kann das möglicherweise wieder die Verkaufsstrategien sein. Und man muss ja schließlich von irgendetwas leben als Künstlerin und Künstler. Wir leben in einer Zeit, wo man nicht mehr schockieren kann. Insofern schrumpfen die Möglichkeiten kultureller Karrieren zusehends. Was bleibt uns? Das Dekorative, das Design, das unterhaltsame Korrektiv? Welche Wege sind noch offen? Wenn die Kunst kein Außen und keine Dissonanz hat, auf die sie sich beziehen kann, wenn sie sozusagen selber durchfressen ist von einer ganz bestimmten Weltsicht und sich davon nicht zu emanzipieren vermag, dann haben wir ein grundsätzliches Problem. Dann
siegt die Herrschaft, wie Boris Groys das letztens ausgedrückt hat, des Geldes über die Kultur. Und die Kultur kann sich gegen das Geld nicht erwehren. Was macht die Kunsttheorie? Sie befruchtet sich mit sich selbst im Echoraum ihres Dispositivs und ist der Welt und bleibt der Welt schließlich und endlich auch enthoben. Was ist mit mir? Die Redner, das sind nur mehr Sophisten. Ja. Also auch die Philosophie wird sich dem Markt nicht entziehen können. Ich kriege heute auch ein Honorar. Sofern, und das Thema war mehr oder weniger vorgegeben, sofern bin ich auch ein Teil dieses Systems, gebe ich unumwunden zu. Ja. Aber wenn das Geld über die Kultur siegt, dann haben wir ein großes Projekt verloren und dieses Projekt nennen wir eine säkularisierte Immortalität. Und was könnte stärker für diese Immortalität, für diese säkularisierte Unsterblichkeit stehen, als die künstlerischen Arbeiten, die wir genießen können und die gleichzeitig jeder Utilisierung, jeden Nutzen enthoben scheinen. Ein pessimistisches Bild. Die Frage ist, wer zerreißt heute noch etwas? Wer vernichtet, um zu kreieren? Auch diese Begriffe wurden uns genommen. Man spricht heute nur mehr von der schöpferischen Zerstörung durch Schumpeter. Dass er das von Nietzsche gestohlen hat, da schauen die wenigsten drauf. Und wenn wir bei Nietzsche sind, dann sind wir doch bei einem ganz, ganz eklatanten Selbstbild des künstlerischen Seins, nämlich beim Seiltänzer im Zarathustra, der notwendig scheitern muss, so wie Künstlerinnen und Künstler in ihrem eigenen Anspruch zu scheitern haben. Oder um ein zweites Bild zu bemühen, der verachtete Hungerkünstler bei Kafka, der an sich, an seinem Selbstgenuss vergeht. Wie das mit der Forderung nach sozialer Sicherheit und mit dem Ruf wieder das Prekariat zusammengehen soll, das ist mir schleierhaft. Oder bin ich ein verkappter Idealist? Hänge ich einer Resonanz, einer vergangenen romantischen Geniedebatte nach? Ist Künstlerin und Künstler sein heute nichts anderes als ein ganz normaler Beruf? Braucht man Gewerbeschein, wo man einen Kammerbeitrag zahlen kann, wo man sozusagen Funktionärinnen und Funktionäre hat, die die eigenen Interessen vertreten, damit man dann einen Pensionsanspruch hat? Was sind die Wege, die hier noch offen sind? Wenn die Behauptung noch Sinn macht, dass Kunst jedem Nützlichkeitsdenken enthoben sei, dass sie bewusst unproduktiv, destruktiv, verschwenderisch und jedem Prinzip des Erwerbs widersprechend sein soll und dieses Prinzip der Schöpfung aus dem Verlust, nämlich auch aus dem Verlust persönlicher Sicherheit, dann wendet sich das künstlerische Selbstverständnis gegen eine philosophische Position, die wie viele ihre Licht- und ihre Schattenseiten hat, und das ist der Utilitarismus, auf den ja unser Sozialstaatsgedanke letzthin zurückzuführen ist, nämlich das größtmögliche Glück der größtmöglichen Zahl, also auch die soziale Sicherheit für Künstlerinnen und Künstler. Aber wenn Kunst immer noch so etwas wie einen Überschuss an Sinn produzieren soll, wenn sie uns einen Vorrat geben soll an Signifikanten ohne bestimmte Verwendung, dann relativiert sich für mich diese Frage, ob Prekariat oder nicht, weil ich ja auch andere Berufsgruppen habe, Freelancer, Unternehmerinnen und Unternehmer, Selbstständige, die genau in dem gleichen Problemkreis gefangen sind, dass sie ohne Netz und ohne doppelten Boden, bei vollem persönlichen Risiko, das tun, wofür ihr Herz brennt. Und wir leben in einer Zeit, Tocqueville hat es schon ausgedrückt, nach seiner Amerika-Reise. Wir leben in einer Zeit der Demokratisierung der Kunst und da kann man gegen das elitäre Konzept von Adorno wunderbar ankämpfen, der sagt, Tocqueville gesagt hat,
Es ist eine Zahl, sozusagen eine unübersehbare Zahl von Kreativen, die sich entfalten können in diesem demokratischen System. Das Werk ist ein Prozess, keine Monade. Und hier taucht der Künstler und die Künstlerin in die Gesellschaft ein, um nach wie vor das Spiegelbild zu bilden. Und ich sehe diese Prekariatsdiskussion als Spiegelbild vieler anderer zu verändernder gesellschaftlicher Zustände. Aber wir sollten uns nicht in medial verwertbare Stereotypen einschränken lassen. Darüber ist die Kunst oder sollte sie immer schon hinaus sein. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Leo Hemmertsberger, für die wirklich, ja, eigentlich sehr zum Nachdenken und Weiterdiskutieren anstoßenden Worte. Und damit sind wir beim Thema. Wir haben noch ein paar Minuten für Personen, die sich jetzt hier in diesen Diskurs einbringen wollen. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie aus der sogenannten Unabhängigkeitserklärung vom 1. Mai 1945 zitiert haben und sich auf das bezogen haben, weil dieser Text, der viel zitiert ist, aber wenig gelesen, der beinhaltet nämlich noch ein paar andere Dimensionen und die möchte ich da gern nennen, weil ich glaube, dass da ein Zusammenhang zu dem besteht, worüber Sie sonst gesprochen haben. Also ein ganzer Absatz, man kann das nachlesen im Internet, RIS, ja, Rechtsinformationssystem, ein ganzer Absatz bezieht sich, und Sie haben das zitiert, darauf, dass dem österreichischen Volk seine geistigen und kulturellen Hilfsquellen verkümmert wurden, indem die unermesslichen Kunst- und Kulturschätze des Landes, welche selbst der harte Friede von Saint-Germain durch ein 20-jähriges Verbot vor jeder Veräußerung geschützt hat, der Verschleppung außer Landes preisgegeben hat. Das ist schon fast zynisch, weil ein Großteil, wie wir heute wissen, dieser Kunstschätze, die in einer Unabhängigkeitserklärung bedauert werden, dass sie außer Landes gebracht wurden, haben jüdischen Eigentümern gehört. Und wenn Sie das heute lesen, da kommt man aus dem Staunen nicht heraus, da wird nämlich sehr viel gesprochen in dieser Regierungserklärung von materiellen Gütern, von den Menschen, die außer Landes gebracht wurden oder gleich im Land umgebracht wurden, ist in dieser Erklärung, die sozusagen ein Basisdokument unserer Zweiten Republik ist, überhaupt keine Rede. Das finde ich einmal sehr interessant. Und weiters finde ich interessant, dass es genau diese Menschen aber auch waren, die noch in der Ersten Republik und in der Monarchie einen großen Teil dessen bewältigt haben, was dann der Staat übernommen hat. Dieses Gebäude hier ist finanziert worden zu, schätze ich jetzt einmal, 75-80% von jüdischen Unternehmen, die die Ringstraße ermöglicht haben. Auch das Künstlerhaus. Die Namen sind drüben im Ranftelzimmer nachzulesen. Also die werden verschwiegen und gleichzeitig übernimmt der Staat sozusagen, ja, nicht nur so die moralische Verpflichtung, sich um Kunst und Kultur zu kümmern, sondern setzt sie damit natürlich auch in eine Machtposition ein. Weil diese Machtposition hat der Staat vorher nie gehabt. Nicht in der Monarchie und auch nicht in der Ersten Republik. In der Zweiten Republik hat er sie aber plötzlich und schafft damit eine Abhängigkeit von Kunst und Kultur ausschließlich von einer Instanz. Und eine private Instanz hat es in Österreich im Unterschied zu anderen europäischen Ländern und an andere amerikanische Länder, wollen wir gar nicht denken, jahrzehntelang nicht gegeben. Und im selben Staat, der 1945 mit dem, was Sie hier zitiert haben, sozusagen den staatlichen Anspruch auf die Förderung von Kunst und Kultur proklamiert, derselbe Staat hat aber noch einmal fast 30 Jahre gebraucht, um das in der Verfassung zu verankern, was auf der Sezession schon 70 Jahre vorher gestanden ist, dass nämlich die Kunst frei ist. Ja, ja. Und auf das möchte ich einfach hinweisen, also nicht im Sinne einer, ich widerspreche Ihnen nicht, sondern nur um das zu ergänzen, weil ich glaube, dass das ein interessanter Zusammenhang ist, den man immer mitdenken sollte in Österreich, weil das ist nicht nur großartig, dass es kein anderes Land in Europa gibt, das so viel Geld in Kunst und Kultur investiert wie Österreich. Das ist pro Kopf gerechnet ein Wahnsinn. Also Deutschland investiert einen Bruchteil davon pro Kopf gerechnet.
Aber das hat zwei Seiten. Das wollte ich nur hinweisen. Nein, mir hat auch einiges gefehlt in dem Text, aber wir haben eben spezifisch auf den Nukleus der Kunst- und Kulturförderung auf die Suche begeben und habe diesen Text dann gefunden. Wir haben ja aus dem österreichischen Verständnis, man könnte jetzt auch sozusagen die Enteignung der habsburgischen Sammlungen und so weiter und so fort ja auch noch heranziehen. Also da ist eine sehr große Geschichte da, wo man sagt, da gibt es mehrere Seiten, von denen aus man das betrachten kann, und bin eben darauf gekommen, weil ich auch immer wieder mit Künstlerinnen und Künstlern zusammenarbeite und einfach merke, dass es international gesehen ganz andere Gegebenheiten gibt, auch gesetzlicher Grundlage, dass sozusagen diese Fördersysteme nicht da sind. Jetzt ist erst in den 70er Jahren hat es dann, oder später noch, hat das Beiratswesen dann begonnen, dass sozusagen auch unabhängige Fachleute, Damen und Herren aus dem Kunst- und Kulturbereich die Entscheidungskriterien übernommen haben, dass man das von der Verwaltung so weggeholt hat. Also auch das ist ein sehr wichtiger Schritt. Man bleibt natürlich auch in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis von diesem institutionellen Rahmen. Und es gibt Künstlerinnen und Künstler, die sich dem bewusst entziehen. Und es gibt andere, die dieses, ich nenne es jetzt einfach dieses Spiel, mitspielen. Die lernen, mit diesem System umzugehen. Aber was Sie gemeint haben mit diesem, Bohemien, also einfach nur die Kunst leben, ohne darüber nachzudenken, wie man lebt. Ich glaube schon, dass es da Entwicklungen gibt zum Share-System. Ich bin immer noch auf der Suche nach einer Zahnärztin oder einem Zahnarzt. Meine Zähne werden sicher nicht besser, die also Falsches gegen echte Kunst tauschen. Und ich kenne sehr viele Künstler, die über Share-Systeme vieles ohne Geld sozusagen realisieren können. Also das ist vielleicht in Österreich etwas schwierig, weil es in anderen Ländern, glaube ich, die Kunst einfach einen höheren Stellenwert. Es wird zwar viel gefördert, aber trotzdem, vielleicht gibt man lieber Geld, als dass man Kunst zu Hause hat. Mhm. Ja, ein Kollege von mir hat gesagt, man muss bei Van Gogh sehr vorsichtig sein. Van Gogh hatte eine sehr gute Marketingstrategie, nämlich immer dann, wenn er Geld gebraucht hat, ist er zu seinem Bruder gegangen. Und so kam er über die Runden. Ja, also das ist, auch das war ein Share-System, ja. Und ich denke mir, dass in diesem Verein, aber da sind wir gar nicht so weit weg von dem, wie auch Handwerksbetriebe mit anderen Handwerkern gemeinsam arbeiten. Ja? Wo es nicht unbedingt um Geldflüsse geht, sondern wo es um gegenseitige Unterstützung geht. Wenn jetzt jemand vom Finanzamt da ist, kann ich Ihnen kein konkretes Beispiel nennen, aber das soll stattfinden und das halte ich auch für sehr vernünftig. Dass das stattfindet. Bitte. Ja, ich finde die Vorschläge gut und toll. Mir gefallen auch die Kunstprojekte hier und das Konzept überhaupt ganz toll. Ich gebe allerdings jetzt mal nur so zu bedenken, wir arbeiten gerade an einem Konzept, alle diese Leute aufzufangen, und da gehören rein die IG-Autoren, da gehören rein die Musiker, da gehören rein die Künstler und die Künstler und die Künstler und die Künstler, weil da gibt es ja mehrere. Das große Problem, das wir jetzt gerade angeschnitten haben, ist, Tausch ist ja ganz nett, der Naturaltausch ist ja eine ganz sympathische Angelegenheit und auch schnell abwickelbar und geht vorbei am Fiskus. Aber das große Problem ist, und wer zahlt wann welche Sozialbeiträge, dass sie dann, wenn sie 70 Jahre sind, eine Pension kriegen und von der auch noch leben können. Das heißt, ich finde gewisse Kunstkonzepte ganz nett, wenn Sie das so vorschlagen, so philosophisch. Ich bin auch eine promovierte Philosophin und muss mich dann doch immer wieder zurückholen auf ein ganz reales Konzept. Und das heißt, wie viel wert ist die Kunst? Und das gilt für alle Gesellschaften, egal ob in Europa oder in England. Was nichts kostet, ist nichts wert. Wenn etwas wert ist, muss es auch in Cash was wert sein. Von diesem Cash muss man was einnehmen können und davon muss man die Sozialversicherungsbeiträge zahlen können, die Miete zahlen etc. pp. Das heißt, wir arbeiten an dem Konzept, aber ich möchte schon immer auch hören, Bohemien ist ein nettes Konzept gewesen in einer Zeit, wo sich die das gemacht haben, auch leisten haben können. Und wenn sie es sich nicht leisten haben können, dann haben sie einen Förderer gehabt, einen Mäzen gehabt. Oder sie sind vor die Hunde gegangen. Ja, aber selbst das mit erhobenem Haupt, aber das geht sie bei uns irgendwie alles nicht aus, weil wir schon viel zu viel Luxus gewöhnt sind. Ich mag den Luxus, ich mag meine Kunst, ich bin freie Autorin. Alle wollen einen Text von mir, immer schnell in 14 Tagen.
aber er darf nichts kosten. Das ist bei Ihnen wahrscheinlich gleich, wenn wir gemeinsam daran arbeiten, uns von diesem verfluchten romantischen Konzept des Bohemiens zu verabschieden. Der ÖGB macht es jetzt, wir treffen uns alle wieder. Also da bin ich ganz bei Ihnen. Wir waren ganz, ganz glücklich über eine Initiative der Tiroler Kulturinitiative, wo es darum ging, sozusagen die Stundensätze für Kulturmanagerinnen und Kulturmanagern endlich festzulegen. Wurde gemeinsam mit der Gewerkschaft erarbeitet. Das heißt, man hat jetzt Zahlen, man hat jetzt eine Verhandlungsbasis, wenn man wohin geht. Es gibt zumindest nach einem Tarif die Möglichkeit, etwas auszuverhandeln. Ja, und ich bin auf gut Wienerisch im Wiegelwoggel, ja, zwischen einerseits der Freiheit, die aber auch großes Risiko bedeutet. Und es ist so, dass wenige medial präsent sind, die es mehr oder weniger geschafft haben. Und da sind wir genauso wieder in diesen quasi marktökonomischen Kriterien gefangen. Ja. Und viele, die am Rande des Prekariats dahin leben, wobei ich jetzt einmal die Behauptung aufstelle, dass das ja auch gut so sein kann. Ich kann mich ja auch, und ohne das jetzt romantisch zu idealisieren, ich kann ja auch für mich sagen, ich habe damit genug, dass das am Lebensende möglicherweise zu Komplikationen führt und dass es dann gut ist, wenn ich die Möglichkeit habe, das sozial noch aufzufangen. Das ist natürlich ein zutiefst österreichischer Gedanke, der aus dem sozial- und wohlfahrtsstaatlichen Impuls heraus entsteht, wenn man das möchte und sich das leisten kann. Hat sei nichts dagegen gesagt. Und ich spreche da jetzt nicht irgendwelche neoliberalen Floskeln und so. Ja. Ich spreche einfach nur von der Frage der Autonomie. Muss man das dann tun oder kann man das dann tun? Nochmal, um zu diesem Punkt der Autonomie zurückzukommen. Wenn man dann, wir leben tatsächlich in einem, manche sagen, ich höre bei Ihnen ein bisschen die Tendenz raus, in diesem luxuriösen System des Sozialstaates. Ich finde den Sozialstaat eines der besten Konzepte, das man überhaupt entwickelt hat, weil es einen gewissen Frieden nach innen garantiert. Wenn wir alle einigermaßen von irgendwas leben können, dann gibt es kaum soziale Unruhen und wenn, dann nur auf hohem Niveau, so wie wir das jetzt hier machen. Ja? Wenn man dann auf hohem Niveau so eine Ausstellung kuratieren kann, ein Haus hat, dessen laufende Kosten bezahlt werden. Also das ist schon das ist echt toller Luxus, den uns das Konzept des Sozialstaates ermöglicht. Freiheit endet aber auch da, wo ich dann, wenn ich nicht mehr die Kraft habe, für mich als autonomes Subjekt einzutreten, auf die Ressourcen des Staates oder der Kollegen und Freunde und Mitarbeiter und Zahler eingeladen bin. Und deswegen unterstütze ich zwar auch die Autonomie des Subjekts, aber eben nur bis zu einem bestimmten Punkt. Vielen Dank einstweilen und lieber Leo Hemetsberger, vielen herzlichen Dank noch einmal fürs Einspringen, fürs Kommen. Es war kein Einspringen, es hat genau gepasst. Danke für die Einladung. Der Franz Schuh hat übrigens auch seinen Segen gegeben. Ja, er hat gesagt, guter Mann, hat er mir geschrieben. Ja. In diesem Sinne einen großen Applaus für Leo Hemetsberger. Danke.